So, willkommen bei einem ganz besonderen neuen Format Let's Play Retro. Den Start macht heute Metroid. Wie man vielleicht sehen kann, vielleicht vor allem die Älteren unter euch werden es vielleicht kennen im Hintergrund schon, den Startbildschirm. Man hört auch vielleicht ein bisschen, dass ich verkühlt bin. Das Wichtigste, gleichwohl zuerst, das Let's Play Retro wird jeden Dienstag und jeden Samstag erscheinen. Hoffe ich zumindest, dass sich das immer ausgehen wird. Jetzt starten wir einfach mal in Metroid. Ich selbst habe es noch nie gespielt, das Spiel, das 1986 erschienen ist. Und ich hoffe, ich krieg's trotzdem gut hin. Schau mal, ob der Pro-Controller von der Wii U funktioniert. Läuft ja alles auf der Virtual Console. Ja, sehr gut. Okay. So schieße ich. Ist okay. Wie springe ich? Da schieße ich, da springe ich. Jetzt, was ist das? Wie gesagt, ich habe es noch nie gespielt. Und weiß nicht wirklich, was hier passiert. Wie mache ich diese Rollen? Ah, okay. Mit runter. Muss ich die töten? Ich glaube nicht. Oh Gott, was ist das? Was ist... Au! Oh, es explodiert. Okay, gut zu wissen. So geht man da also durch. Ist okay. Ist okay. Kann ich das irgendwie zerschießen? Nein. Ich könnte auch, ich habe überlegt, vielleicht mehr rechts, weil ich spiele ja bei meinem PC gleich daneben. Bildschirm auf dem zweiten Bildschirm. Oh Gott, die kommen ja zu mir. Oh, war das knapp. Was soll ich sagen? Ah ja, eine Karte zu öffnen, weil es gibt hier keine eigene Anzeige von Metroid selbst für eine Karte. Oh Gott. Ah, das ist ja bockschwer, das Spiel. Keine eigene Anzeige, und davor habe ich mir überlegt, das vielleicht da links immer zu öffnen, weil ich weiß, wo ich bin und wo ich hingehen muss, um weiterzukommen. Aber ich habe mir eher gedacht, um den ganzen ein bisschen authentischen Touch zu geben, mache ich das lieber nicht. Und spiele es komplett blind. Den guten alten Metroid. Für die Nintendo Entertainment System, die ich übrigens sogar bei mir zu Hause stehen habe. Kann aber nicht mir, die hat meinem Onkel gehört. Und das ist das Coolste, was man schon hier jetzt sieht. Der Virtual Console Menü. Ich kann einfach einen Speicherpunkt erstellen. Es ist Hammer. Jetzt werde ich von da immer beginnen können. Das werde ich aber doch verwenden. Sonst werde ich etwas frustriert hier aus diesem... Oh! Aus diesem Let's Play herausgehen. Aus dem Retro Let's Play. Das werde ich aber nicht lange mitmachen, glaube ich jetzt. Timing ist alles, Timing ist alles. Timing ist alles, Timing ist alles, sage ich noch. Blöd. Wie lange geht's denn darauf? Komm schon. Oh Gott, das wollte ich jetzt nicht riskieren. Ah! Oh! Ärgerlich. Jetzt müsste ich aber eigentlich... Speicherpunkt laden. Haha. Das ist herrlich. Liebe ganze Leute unter den Fanatikern und euch, die jetzt vielleicht sagen, oh, das ist nicht wie früher, aber... Sonst wären wir damit ja wahrscheinlich nie fertig. Jetzt ist meine Chance. Das hier jetzt auch. Das hier jetzt auch. Das hier jetzt auch. Das hier jetzt auch. Nächsten Speicherpunkt erstellen. Sonst wird das hier nichts. Wieso lebe ich noch? Jetzt lebe ich nimmer natürlich. Aber da oben wäre schon, glaube ich, der Ausgang gewesen. Habe ich das richtig gesehen? Ah, oh, das ist mies. Ah. Ja. Ich glaube, wir haben es. Wo auch immer wir jetzt hinkommen. Ich setze mal einen Speicherpunkt. Ich brauche unbedingt Rüstung, nehme ich mal. Ist das da oben? Wo sind wir hier jetzt? Ein weniger. So, wo gehe ich hier hin?
Das sieht mir böse aus. Wie kann ich... Kann ich nicht irgendwie tief schießen? Nein. Das ist blöd. Boah, ich mogel mich da, glaube ich, ziemlich durch gerade. Oh. Speicherpunkt stellen? Machen wir mal. Wo gehe ich hier hin? Das kann ja heiter werden jetzt. Okay. Was macht das? Kann ich da einfach draufstehen? Nein, nicht zurücksetzen, um Gottes Willen. Natürlich, wenn ich jetzt stecke, werde ich wohl nicht drum herum kommen. Nochmal von neu hier das Ganze zu machen. Eieiei. Einmal versuche ich es noch. Ist es falsch gewesen, hierher schon zu gehen? Ja. Game over. Gut, dann starten wir noch einmal von neu durch. Auf geht's. Nochmal da drüben. Ach, das hat er jetzt aber schon mit, oder wie? So, den lassen wir. Muss ich die... Ich weiß, ich kann's mir... Ich glaube, wenn man sie tötet, würde man aber auch irgendwas bekommen. Oh! Das war wieder unüberlegt. Aber wie soll ich den... Jetzt warte ich hier. Genau. Man bekommt doch von den Gegnern Schild. Also sollte ich sie dann später doch... zumindest versuchen zu töten. Aber nicht so. Nicht so. Jetzt haben wir den gleichen Salat wie früher. Tja. Viel hat es uns nicht gebracht, aber den könnte ich gleich unterschießen. Kann ich nicht. Unten ist? Nein, das ist ziemlich sinnlos. Oder halt, wenn man runterfällt, damit man nicht instant tot ist. Schade, dass ich mich nicht mit dem Netten hier bücken kann und sozusagen einen Schuss aus der Hocke abgeben kann. Oder geht das? Nein, es geht nämlich nicht. Ich kann gar nicht nach unten schießen. Ist echt schade. Ohuhuhu. Ah, soweit so gut. Irgendwann sollte ich jetzt wieder einen Speicherpunkt setzen, oder? Sicher, sicher. Sicher, sicher. So, die... Das Teil fällt immer mit. Da sind aber teilweise ziemliche Ruckler so drinnen. Ist die Video zu stark für das Spiel, oder wie? So, den nehme ich aber mit. Komme ich da jetzt irgendwie woanders noch rauf? Anscheinend schon. Aha, hier haben wir noch einen Eingang. Schauen wir mal, was hier ist. Stopp, zuerst gehe ich nochmal zurück. Oh Gott, was ist das hier? Musik hat sich gerade geändert, aber... Weil zuerst möchte ich hier einen... Speicherpunkt erstellen. Dann schauen wir mal. Was? Uiuiuiuiui.
Wie mache ich denn die Gegner hier fertig? Die sind also unbesiegbar, diese fliegenden Dinger hier. Ich mach das Piepsen wahnsinnig. Oh, das war wieder unnötig. Also richtig unnötig. Was seid ihr? Bitte was? Wo soll ich denn hin? Tja, keine Hilfestellungen hier in dem Spiel. Nein, da möchte ich ja... Ah, da muss ich aber anscheinend hin, oder wie? Wie soll ich denn das machen? Wieso sind jetzt gerade vorher nicht gekommen, aber jetzt dann auf einmal schon? Tja. Versuche ich es nochmal hier, mein Glück. Ja, Glück. Glück ist das wohl nicht. Das ist Dummheit und Unfähigkeit. Ich wiederhole mich, Dummheit und Unfähigkeit. Was? Okay, da geht's nicht weiter. Wie man das früher gemacht hat, ohne speichern zu können, das ist ja... Huhuhu. Bock schwer, sage ich nur. Bock schwer. Ah, gib mir das. Nee, du bist jetzt weg. Ich glaube, mit dem werden wir jetzt noch lange an so einem Kämpfen mit Metroid. Vielleicht kann mir immer das der lieben Community, ihr Zuseher da draußen, vielleicht kann mir jemand von euch Hilfestellung geben. Irgendjemand, der das vielleicht schon mal gespielt hat. Mir ein paar Tipps geben, wie ich denn die Gegner hier platt machen soll. Etwas so. Was zum Teufel? Oh mein Gott. Zu viel. Wie soll man denn das machen? Was soll dieses Passwort? Passwort. TMPW00X. Dann versuche ich es noch einmal. Ich hätte gesagt, wir gehen es jetzt einfach mal etagenweise ab. Die erste Etage ist ja, dass wir diese grünen, fliegenden, spitzen Dingern, wie auch immer sie heißen mögen, das war wieder dumm. Boah. Alter Schwede. Hey. Das ist nicht gerade fair. Danke. Wenigstens ein bisschen ein Schild. Was wird jetzt von rechts geflogen gekommen? Von links.
Bitte was? Natürlich trifft ihn das nicht. Ach, egal. Noch haben wir hier genug Schild. Den können wir platt machen. Neunundzwanzig haben wir wieder. Wunderbar. Langsam brauche ich den Dreh hier raus anscheinend. Wobei, sollte ich nicht zu früh sagen. Oh! Wie soll ich denn da jetzt rankommen? Ich bin so ein Depp. Ja, weg ist es. Und der kippt natürlich jetzt keins her. Ist ja klar. So, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt haben wir aber 29 Leben. Das nehme ich jetzt aber wirklich als Speicherpunkt hier. So, ich natürlich könnte ich jetzt versuchen... Oh. Hier auch versuchen, weiter raufzukommen. Was sind die unterschiedlichen Farben von denen? Symbolisieren die irgendetwas, außer dass sie mehr aushalten? Nicht einmal. 39? 39? Ich weiß nicht, wie viel Schaden ich da jetzt einstecken kann, aber das wird schon wohl einiges sein. 44, 36. Tja. So schnell kann es gehen. Wunderbar, würde ich sagen. Da nehme ich gerade noch mal einen Speicherpunkt mit. Dann kann ich mal schon was da rein. Grün. Wie mache ich euch fertig? Die habe ich noch nicht ganz durchblickt. Ah! Oh. Das sind die gemeinsten. Oh nein. Hier komme ich nicht weiter. Dazu fehlt mir irgendwas. Ich weiß nicht, ob es eine Waffe ist. Gleich noch einmal speichern. Tja. Dann, nein, stopp, ich könnte ja nach unten gehen. Ich wollte schon sagen, dann da weiter, aber... Erstens mal hat der was für mich. Aber unten, ich springe so jetzt ins Nichts hier. Wow. Wow. Aha, hier gibt's doch was. Ich setze mir nur meinen Speicherpunkt. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich jetzt bin. So. Wieder so etwas. Wie viele denn noch? Das sind solche gemeinen Viecher. Lasst mich in Ruhe. Aha. Jetzt habe ich Raketen. Oder wie?
Nur wie setze ich die ein? Mit Select anscheinend. Okay, das war falsch. Da wollte ich nicht landen. Wir machen hier Progress. Könnte man fast sagen. Den Teil verstecke ich. Nehme ich in Kauf. Den nicht. Gleich ist es wieder um uns geschehen, aber ich möchte nur noch sehen, bevor wir hier die Folge beenden, was jetzt ne... Oh. Oh. Wo sind wir denn hier jetzt? Noch? Okay. Ah, den Speicherpunkt nehme ich trotzdem mit. Kann ich dann wieder rauffahren? Ich hoffe es. Ich hoffe es so sehr. Gut, da verabschiede ich mich hiermit mit der ersten Folge von Metroid. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder.